Hallo Leute und herzlich willkommen zum ersten Dezember-Video. Ich positioniere mich mal so, dass ich ein bisschen Licht abbekomme hier und im Hintergrund ein bisschen was los ist. Aber da hinten fehlt noch ein Licht. Moment. So, jetzt sollte es aber passen. Wenn ich jetzt wieder nach vorne gehe, habe ich da auch das Licht an. Und zwar geht es heute darum, wie ich es geschafft habe, meine To-Do-Liste bezüglich der Aufgaben, die ich am PC erledige, minimieren konnte. Was heißt das? Erstens, die To-Do-Liste, die ich am PC erledige, heißt, das ist einmal die To-Do-Liste von meiner Arbeit. Das sind die Aufgaben, die ich auf der Arbeit habe. Und als zweites, ich bilde mich immer wieder weiter. Aktuell habe ich zum Beispiel eine Challenge für mich entdeckt. Ich lerne jeden Tag eine Stunde lang Swift, also die Entwicklungssprache Swift, und teile das dann auf Twitter, dass ich das Ganze gelernt habe. Dann habe ich aber noch viele weitere Punkte drauf, wegen meinem Social Media, wegen meinem YouTube-Kanal. Ich muss Videos produzieren, schneiden, skripten und so weiter. Ich habe einfach viel zu viele To-Dos gehabt auf der Liste. Und das Problem war dann immer, dass ich mich überwältigt gefühlt habe oder ich habe ein schlechtes Gefühl gehabt, schlechtes Gewissen gehabt, weil ich alle To-Dos, also weil ich nicht so viele To-Dos erledigen konnte, wie ich es mir vorgenommen habe. Dasselbe kann ich auch auf die Arbeit reflektieren. Ich habe immer so viel vor, ich möchte mich so weiterbilden, so gut weiterbilden wie möglich. Ich will so viel wie möglich am Tag schaffen, das schafft man aber nicht immer. Und von daher habe ich mir eine Methodik ausgedacht. Und zwar habe ich ein Trello-Board für die Arbeit erstellt und ein Trello-Board für das Private. Für diejenigen, die nicht wissen, was Trello ist, ich blende es euch ein. Das ist ein Kanban-Board, das kann man oben beschriften und da kann man in Kartenform To-Dos halt reinschreiben. Und was ich gemacht habe, ist, ich habe für die Arbeit von Montag bis Freitag jeweils eine Spalte und dasselbe habe ich auch für das Private. Und zwar für meine To-Dos, was ich privat am PC erledigen möchte. Nun gehe ich jetzt hin und trage nur eine einzige Aufgabe pro Wochentag ein. Eine einzige, nicht mehr. Für alle anderen To-Dos, die anstehen, habe ich eine separate App, habe ich eine separate To-Do-Liste irgendwo anders. Aber das ist die To-Do-Liste, in der ich täglich arbeite. Wenn ich morgens anfange mit der Arbeit, trage ich da entweder ein To-Do ein oder ich habe schon im Vorfeld dort ein To-Do eingetragen, was ich an dem Tag erledigen möchte. Und das ist die wichtigste Aufgabe des Tages, was ich für die Arbeit erledigen muss. Und wie gesagt, dasselbe auf der privaten Seite. Wenn ich an dem Tag ein YouTube-Video produzieren muss, dann kommt da rein YouTube-Video schneiden zum Beispiel. Oder YouTube-Video schreiben, ein Skript dafür schreiben, damit ich weiß, was ich im nächsten Video erzählen möchte. Wenn ich aber an dem Tag vorhabe, Swift zu lernen, dann kommt da rein Swift lernen. Und ich fange den Tag immer damit an, diese Aufgaben abzuarbeiten. Wenn ich zum Beispiel morgens um 8 Uhr anfange zu arbeiten oder um 9 Uhr, dann fange ich mit dieser Aufgabe an, die in diesem Board drin steht. Und sobald ich diese Aufgabe erledigt habe, bin ich glücklich. Ich bin froh, weil ich habe den größten Brocken des Tages erledigt. Ich habe die größte Aufgabe erledigt. Und alles andere, was danach kommt aus der anderen To-Do-Liste, das ist alles ein Bonus für mich. Und so sorge ich einfach in meinem Kopf für mehr Freiheit, für mehr Ruhe, weil ich sage, ey, du hast ein To-Do gehabt für heute und die Aufgabe hast du bereits erledigt. Und schau mal auf die Uhr, ist es gerade noch irgendwie am Vormittag oder so. Jetzt kannst du dich den anderen unwichtigeren Aufgaben widmen. Und das mache ich jetzt seit ein paar Tagen und seitdem ich das ausführe, habe ich gemerkt, bin ich viel freier im Kopf. Ich habe weniger Stress, auch am Ende des Tages, weil ich weiß, dass die andere To-Do-Liste, die ich habe, die ist irgendwo da, ja. Alle Aufgaben sind dort gelistet. Ich werde keine einzige Aufgabe vergessen. Aber das ist in meinen Augen keine To-Do-Liste, sondern eine Might-Do-Liste. So hat das Ganze Ali Abdaal genannt. Also das sind Aufgaben, die ich machen könnte, die ich aber nicht machen muss. Die Muss-Aufgaben sind in meiner Trello-Liste. Und mit dieser ganz einfachen Methodik könnt ihr auch euren Tag angehen. Ihr braucht halt kein Trello zu installieren oder euch das Ganze aufzusetzen. Es wird reichen, wenn ihr euch ein Blatt Papier nimmt oder am besten kann ich euch einen Notizblock empfehlen, dass ihr da reinschreibt, Montag für die Arbeit erledige ich Aufgabe A, am Dienstag erledige ich B, am Mittwoch und so weiter. Und das Ganze macht ihr auch noch für das Private und guckst du da, ihr werdet nach 2-3 Tagen merken, was für einen positiven Effekt das auf euch hat. Ihr werdet viel motivierter sein, weil ihr ganz genau wisst, ihr habt die wichtigste Aufgabe des Tages erledigt und es wird auch nie wieder vorkommen, dass ihr die wichtigste Aufgabe des Tages prokrastiniert. Das war Video Nummer 1 aus dem Dezember. Ich werde versuchen, über den Dezember so viele Videos wie möglich zu produzieren. Das werden so kurze Videos sein wie jetzt, damit ich das überhaupt schaffe, neben der Arbeit und neben dem Swift-Lernen. Und damit ich mich auch nicht übernehme und zu viel mache und am Ende einen Burnout habe oder so. Diese kurzen Videos zu produzieren, die aber vollgepackt sind mit Mehrwert. Innerhalb von 5-6 Minuten habt ihr etwas richtig Cooles gelernt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen am 2. Dezember.